Hallo und herzlich willkommen zurück bei Abend der Geode. Heute mal ein weiteres Video eines Kundenwunsches, quasi einen Gamer-PC zusammenzustellen. Diesmal tatsächlich von Justin gewünscht. Und zwar will er einen richtig harten Gamer-PC für maximal 1000 Euro. Wie wir oben rechts schon sehen, bin ich jetzt 25 Euro drüber gekommen. Aber das ist auch ganz gut so. Also ich denke mal, wenn man für 1000 Euro so ein Ding haben will, ne, die 25 sollte man auch noch drauflegen, dann passt es auch. So, dann gehen wir uns die Teile mal durch. Und zwar als erstes kommt natürlich das Gehäuse. Wichtig zu erwähnen, der Justin wollte einen Akzent setzen, entweder rot oder blau. Dachte ich mir, nimmst du beides. Deswegen rot-blau. Angefangen hat es hier schon beim Gehäuse. Machen wir hier mal auf groß. Da sehen wir schon, es hat Frontbelüftung und Beleuchtung hat es schon drin. Komplett im Rahmen. Oben natürlich auch wieder. Das heißt, man könnte auch eine Wasserkühlung reinknallen. Und innen drin, die Scheiben an sich sind auch beleuchtet. Ist schon mal ein ganz nettes Feature. Das heißt, den Rotakzent haben wir schon mal. Ansonsten, das Gehäuse bietet natürlich hier auch nochmal die Möglichkeit, die Lüfter auszutauschen bzw. eine Wasserkühlung hinterzuknallen. Also, dass man tatsächlich auch die Grafikkarte wassergekühlt laufen könnte. CPU-Kühlung könnte man dann hier hinten oder oben machen, das ist egal. Wie auch immer man das haben möchte, hier nochmal von vorn. Laufwerkseinschübe haben wir genug. Von innen haben wir auch, sehen wir hier schon, Festplatten insgesamt 6 Mal, reicht jetzt auch vollkommen aus. Wir haben dann Full ATX Mainboard. Ja, bis heute Abend. So, also wir haben einen Voll-ATX, mein Fliege, hau ab. Wir haben einen Voll-ATX-Board, können wir da reinknallen, also mehr als genug Platz. Wir sehen hier auch hinten haben wir Platz für jetzt zum Beispiel, wenn man eine dicke, fette Wasserkühlung raufschraubt, dann hat man auch von hinten die Möglichkeit, die Decke abzunehmen und richtig schön anzudrehen. Ansonsten Kabelmanagement sehen wir hier auch schon, mehr als genug Platz. ATX natürlich mit, ATX-Netzteil natürlich mit seinem eigenen Luftstrom nach unten gesehen. Das heißt, thermal dürfen wir da keine Probleme haben, sofern hier auch genug Gehäuselüfter schon mit dabei sind. So, gehen wir jetzt zum nächsten und zwar, Staubfilter haben wir auch drin. Hätte ich beinahe vergessen. So, nächster Posten, das Netzteil. Da kommt ein alter Bekannter wieder vor. Manche, die vielleicht schon vor Jahren PCs gebaut haben, kennen die Firma noch, Zahlmann. Ein sehr bekannter Hersteller für Kühlung. Wie gesagt, Akzente rot-blau wollte ich setzen. Deswegen auch hier nochmal das Netzteil voll beleuchtet. Es ist, soweit ich weiß, modular. Ne, ist es glaube ich nicht. Quatsch, ne, das war das andere. Es ist nicht modular, ist aber auch nicht schlimm, weil letztendlich, so wie wir den PC bauen, haben wir eigentlich schon alles vorgegeben, was wir brauchen. Und ja, schöner Akzent natürlich, der blau beleuchtete Lüfter. An sich Zahlmann, keine schlechte Firma. Kann man ruhig auch so machen. 80 plus Zertifizierung haben wir auch dazu. Und ist relativ geräuscharm, habe ich schon gesehen. Machen wir es denn? Ja, non-modular, das war klar. Jetzt finde ich die Geräuschpegel nicht. Egal. War wahrscheinlich woanders. Also das können wir schon mal so halten. Dann den Arbeitsspeicher haben... Ups. Arbeitsspeicher haben... Habe ich da gerade Gold gesehen? Alles klar. Okay, Arbeitsspeicher haben wir insgesamt 2x den 8 GB Crucial Ballistics Board LT. Ist ein DDR4 mit 2400 MHz, deswegen 2 Stück, weil erstens hat man dann 16 GB, zweitens kann man noch irgendwann mal 2x8 GB reinknallen, hätte man somit also 32. Dazu kommt, natürlich passiv gekühlt, ist schon mal ganz gut, takten kann man den bis auf 3000, habe ich schon gesehen und getestet. Das läuft, kann man sogar auf CL16 lassen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Board muss man den ein bisschen hochschrauben, aber das war's dann auch. Ansonsten bis 3000 ist möglich, übertakten würde ich an der Stelle sogar empfehlen. So, ansonsten haben wir da technisch gesehen eigentlich nicht viel, was man dazu sagen kann, außer halt, dass es 2x ist und das ist halt ganz normaler CL16, da XMP-Profil haben wir auch, DDR4 2400 MHz ist. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, jetzt kommen wir zum Schmuckstück, das ist natürlich auch wieder in Rot gehalten und zwar das Mainboard. Das ist, wie ich mal sagen möchte, richtig dick, fett, geil beleuchtet. Wir haben es zum einen, ich guck mal, ob das, ja, geht so, ja, egal, hochkant ist gut. Hier haben wir zum einen den RAM, der komplett beleuchtet ist, dann natürlich die 2 PC Express 16-fach, wovon einer 16-fach und einer 8-fach angeschlossen ist. Die leuchten natürlich auch extrem geil rot. Und dazu kommt noch hier ganz rechts an der Seite, neben dem ATX-Stecker und ganz links bei der Soundkarte, sieht man hier besser, über der Soundkarte leuchtet es auch nochmal rot. Das heißt, man hat ein rundum beleuchtetes Board in Rot. Soweit ich weiß, ist es sogar RGB, aber trotzdem würde ich es halt in Rot lassen. Zumindest was den Akzent angeht, rot-blau. So, dann, was hat das Board so? Wir haben den X370 Chipsatz, also den besten momentan erhältlichen Chipsatz für AMD. Natürlich habe ich mal wieder AMD genommen, sogar AM4, weil preis-leistungstechnisch sind die AMDs einfach besser. Man kriegt 6 Kerne für so gut wie kein Geld.
Und natürlich haben sie auch Hyperthreading bzw. SMT, wie es bei AMD heißt. Und natürlich hat man auch immer mehr Unterstützung, auch was den RAM angeht. Wir sehen es hier zum Beispiel unten drunter, maximale Kapazität der Einzelmodule. Das heißt, man könnte 4x 16 GB reinstecken. Und die unterstützen bis 3200. Also kommt man mit dem Crucial auf 3000 schon relativ nah ran an das, was das Board kann. Man könnte natürlich noch höher gehen, würde ich aber dann auch nicht empfehlen. Also man kann es versuchen, aber die Spannung sollte man so lassen, wie sie ist bei dem RAM. Ansonsten zwei Wege Crossfire oder SLI wird unterstützt. Also wenn Crossfire unterstützt wird, dann auch SLI, das ist immer so. Die schreiben es nur nicht dabei. Dreimal PC Express einfach haben wir noch dazu. Wir haben sechsmal SATA, wobei ich lese ich eigentlich immer ganz gerne vom Board ab. Da sehe ich jetzt schon, wir haben M.2 zweimal, oder? Oder habe ich mich da gerade verklotzt? Ne, haben wir nur einmal, okay. Ganz wichtig, M.2 einmal, das brauchen wir nämlich auch. Die SSD ist natürlich eine M.2 SSD. Das ist, ich sag mal, etwas sinnvoller. Erstens, die Geschwindigkeit kann höher sein. Und zweitens ist natürlich auch der Vorteil, dass es direkt per PC Express angebunden ist, keinen extra SATA-Controller braucht. Und ansonsten nimmt es auch keinen Platz weg. Man braucht kein Stromkabel, nichts. Macht man einfach aufs Mainboard drauf, klatsch, fertig. Das war's. So, ansonsten gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Das ist natürlich im ausgeschalteten Zustand, ist klar. So, hier. So, USB 3.1 und 3.0 haben wir am Start, genauso wie 2.0 haben wir am Start, LAN haben wir. Onboard haben wir zwar ein HDMI, den können wir natürlich nicht nutzen, weil wir keine APU haben, sondern eine ganz normale CPU, das ist auch gut so. Für alle, die es nicht wissen, APU ist lediglich ein Prozessor, wo eine Grafikkarte schon mit eingebaut ist. Ist manchmal ganz hilfreich, wie bei den Intel zum Beispiel. Dann hat man nämlich auch eine Onboard, die zwar nichts kann, aber immerhin kann man da einen weiteren Monitor anschließen. Andererseits ist das wieder so eine Sache, weil die Grafikkarte an sich, egal wie schlecht die ist, produziert ja auch Wärme, produziert ja auch Hitze. Und die muss natürlich auch durch den Heatsplitter vom Prozessor raus. In dem Fall keine Grafikkarte, also keine APU, sondern eine CPU, finde ich persönlich besser. Dann hat man nämlich das Problem der Hitzeentwicklung nicht. Und somit hat man wirklich den kompletten Platz des CPUs quasi, der CPUs, und das Heatsplitters hat man nur für die reine Rechenleistung. Finde ich persönlich besser. Also, ich kaufe mir auch nicht ein Auto, was schwimmen kann. Also, es macht für mich keinen Sinn, deswegen, okay. LAN haben wir auch, dann 7.1 Audio, soweit ich weiß, ein Realtek ALC irgendwas, da gucken wir nochmal nach, wo haben wir den Sound, ALC genau, 1220 sogar, also die gute, ist tatsächlich ein neueres Modell, mit dem man richtig was anfangen kann, also selbst mit einem ganz normalen Klinken-Headset dürfte es da kein Rauschen geben, ja, Gigabit LAN ist klar. M.2 haben wir bestimmt auch noch, da steht es auch, ein M.2 bis 22.110, was auch immer das heißen soll, keine Ahnung, da habe ich selbst ich überfahren. So, das war das Mainboard, das Gigabyte GAAX 370 Gaming K3, mein Gott, was ein langer Name. Also ich muss sagen, eigentlich bin ich ja eher der Asus-Fan, aber das Board geht. Also das kann man wirklich haben, es hat eine super Soundkarte, es hat, sieht geil aus, es hat M.2, PC Express 16-fach, 1x8-fach. Einfach als auch noch ein paar Mal, RAM-Plätze sind geil, also kann man nichts sagen, für den Preis 128 Euro Hammerteil. Gehen wir weiter zum Herzstück, dem Prozessor. Natürlich ist es natürlich ein AMD Ryzen 5600, der 6x 3,2 GHz im Standardtakt hat und 3,6 im Turbotakt hat. Und wie jeden Ryzen kann man den natürlich frei übertakten, was man auch machen sollte. Weil man schafft damit locker 3,8 beziehungsweise manchmal auf 3,9 oder sogar glatte 4. Kann man schaffen, Vorteil dabei ist, es ist eine Box, das heißt ein Kühler ist mit dabei, muss man auch nicht tauschen. Bei dem bisschen, was man da übertaktet und bei dem bisschen Strom, was das Ding schluckt, kannst du da takten, bis die CPU wirklich mit Bluescreen abstürzt, wenn du eine Anwendung laufen hast, die wird nicht zu warm. Kannst du mit dem Lüfter durchaus machen lassen. Hier unten steht es auch, freier Multiplikator, Multi-Threading, okay. Wenn man das jetzt so nennt, egal. Also auf jeden Fall, nicht i5. Ryzen 5600 bedeutet 6 Kerne, hier haben wir stehen, unten Multithreading, also SMT, das Pendant zu Intel Hyperthreading, bedeutet, dass wir insgesamt 12 Threads haben, also theoretisch 12 Kerne, die arbeiten, also mehr als genug Leistung. Hier unten sehen wir auch schon TDP 65 Watt, das ist so gut wie nix. Also die wird nicht warm, die verbraucht nicht viel, aber hat Leistung, vor allem im Multicore-Performance.
Da sehen wir auch nochmal den Kühler, der natürlich auch beleuchtet ist. Der Ring leuchtet rot und das AMD-Logo leuchtet, soweit ich weiß, blau oder weiß. Könnte aber auch so ein Kristallblau sein, so ein Weiß irgendwie. Ja, das war der Prozessor, der ist ordentlich und kostet vor allem nicht viel, wenn man dran denkt, dass ein i7-7700K Skylake oder Kaby Lake immer noch über 300 Euro kostet, ist man da wirklich preis-leistungstechnisch hammergut beraten. Dann gehen wir weiter zur SSD. Da haben wir ausnahmsweise mal was anderes. Da musste ich ein bisschen sparen, sonst wäre ich mit dem 1000 Euro Budget nicht hingekommen oder hätte irgendwo an der Hardware sparen müssen. Und ich meine, ihr kennt mich die meisten von euch, ich bin nicht so ein Fan, wenn man an einem falschen Ende spart. Man sollte schon gucken, dass... Was war denn das gerade für ein Bildfehler? Interessant. Egal. Man sollte schon gucken, dass der Computer im Insgesamtpaket tatsächlich aus guter Hardware besteht und dass man nicht da was Gutes, da was Schlechtes, da wieder was Gutes, da wieder was Schlechtes. Dann hat man nämlich so ein Konstrukt, das sich selbst behindert oder am Weg steht, weil die einen Komponenten können, würden gerne, aber können nicht, weil von hinten nichts mehr nachkommt. Da musst du dir vorstellen wie ein Motor. Wenn ein Teil scheiße ist, kann der Rest da auch nicht mehr viel machen. Und deswegen immer gucken. Deswegen habe ich bei der SSD gespart. Allerdings nicht bei der Leistung, sondern nur beim Namen. Und zwar ist es eine Intel-SSD mit 256 GB, 6 GB die Sekunde. Und hier unten sehen wir auch leistungstechnisch 560 MB lesen und 480 MB schreiben. Das geht. Genauso schnell ist meine SSD auch. Gut, meine hat jetzt 500-500, sie hat jetzt 560-480. Also wenn wir aufrunden, kommen wir in etwa aufs Gleiche hin. Also kann man durchaus machen. Ist halt eine Intel. Ich habe mit Intel-SSDs keine Erfahrung, aber die Lebensdauer ist ordentlich, also mache ich mir keine Gedanken. Dies ist eine relativ gute SSD. Die wird natürlich per M.2 direkt aufgeschraubt aufs Brett und gut ist. Dann hier die Grafikkarte, da muss ich natürlich auch wieder auf AMD wechseln, weil hätte ich mir eine Nvidia geholt, hätte ich mir mindestens eine 1070 mit 8 GB geholt oder holen wollen. Das wäre das mindestens gewesen, weil wir sind uns glaube ich alle einig, 4 GB Karten kann man vergessen, da stößt man jetzt schon an seine Grenzen. Und gut, die 6 GB von der 1060, die wären irgendwo vielleicht auch noch möglich, aber da fehlen mir halt die Stream-Prozessoren. Da sind zu wenig. Deswegen lieber eine dickfett bemessene RX 580 von AMD, Gaming X von MSI natürlich, 8 GB am Start und natürlich mehr als genug Stream-Prozessoren. Und Vorteil ist Akzente. Ich guck mal gerade, ob ich das richtige Bild finde. Ja, da. Das ist ganz praktikabel und zwar haben wir tatsächlich hier diese Rippen, diese roten, die leuchten tatsächlich auch rot. Ich habe ja genau dasselbe Modell, nur als Vorgänger. Ich habe eine 480, das ist eine 580, aber auch von MSI habe ich meine. Und die sieht genau so aus, kein Unterschied. Und hier die Kühlrippen, wie gesagt, hier die roten, die sind beleuchtet. Dann haben wir hier oben das MSI-Logo, ist auch noch mit blau beleuchtet, die Rippen mit rot. Also haben wir auch wieder diesen blau-rot-Akzent, was dann eigentlich ganz gut passt. Natürlich bei einer 580, Backplate darf nicht fehlen, ist also auch ganz geil. Anschlüsse haben wir natürlich zweimal HDMI, zweimal DisplayPort und einmal DVI-D, digital. Also hat man auch rundes Schiff, alles mit an Bord, was man braucht. Jetzt kommen wir zu den technischen Daten. Wir haben einen Boost-Takt von 1300, also runden wir mal auf. Die 7 MHz scheißen wir jetzt auch drauf. 1400 MHz, das ist ganz ordentlich. Meine zum Beispiel hat 1350 übertaktet und die hat das schon im Standard-Mode 1400. Also kann man die locker noch bis 1450, 1500 kann man die übertakten, bin ich mir sicher. Stream-Prozessoren hat sie genauso viel wie meine, 2304. Dann 8 GB GDDR5 ist klar, 2000 MHz liegt an, ist auch in Ordnung, kann man stehen lassen und vor allem Grafikspeicheranwendung 256 MB, was laber ich für einen Scheiß, 256 Bit, Entschuldigung. Die sollte man haben, weil gerade beim Speicherinterface wird gerne mal gespart, gerade wenn man sich so, ich sag mal, Nvidia GTX 1050 oder 1050 Ti zum Beispiel, da sieht man dann, das Speicherinterface hat dann 64 Bit oder 128 Bit, das ist dann auch so nicht das Wahre, weil selbst wenn er hochgetaktet ist, Bit musst du dir vorstellen, dieser Grafikspeicher hat zum Beispiel 256 Autobahnen, auf denen die Daten fahren können. So, wenn du jetzt den RAM schneller machst, also quasi die Daten fahren schneller über die Autobahn, du nimmst aber Autobahn weg, dann bist du trotzdem im Endeffekt langsamer. Dann muss nämlich viel mehr Daten muss durch quasi Breite muss durchgequetscht werden. Und das ist halt eben Kacke. Deswegen umso mehr Bit, umso besser. Wenn du jetzt 512 Bit hast, super. Es gibt natürlich auch AMD-Karten, die 4000 Bit haben. Die kann man aber nicht bezahlen, bis heute nicht. Also da hätten wir ein Problem.
Ansonsten 1x8-Pin ist in Ordnung, maximaler Stromverbrauch 185 Watt, kann ich so nicht unterschreiben, meine hat schon deutlich über 200 geschluckt, so 220, 230 hat meine mal erreicht und ich habe eine 480, also gehe ich davon aus, dass sie auch schon ein bisschen was über 200 schlucken wird, ist aber vollkommen in Ordnung, dafür ist das Netzteil dick genug, weil unser Prozessor schluckt ja so gut wie nichts. Natürlich auch wieder hier die Möglichkeit, hier Crossfire X2, das heißt, wenn man irgendwann mal noch eine zweite reinklatschen will, genau dieselbe, kein Problem, kannst du machen, hast du auch nochmal Leistungsboost. So, das war natürlich die Grafikkarte jetzt, die haben wir jetzt auch durch und jetzt kommen wir zum Gesamtpreis von 1025 Euro. Man könnte jetzt natürlich noch die ein oder andere Stelle bestimmt nochmal ein bisschen ein paar Euro sparen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so auf den Look achtet, das Mainboard ist schon recht teuer, kriegt man auch billiger. Also wie gesagt, wenn man nicht auf den Look achtet, genauso wie das Netzteil, bekäme man auch billiger und die Grafikkarte bekäme man auch billiger. Es wäre vom Technischen her schon dasselbe, aber es wird nicht so schön aussehen. Deswegen habe ich jetzt mal auf die Optik geachtet, 25 Euro drüber. Wenn wir jetzt auf die Optik scheißen würden, dann denke ich mal, wären wir sogar, also ich denke mal so knapp 60 bis 80 Euro unter 1000 wären wir dann, wenn wir auf die Optik scheißen würden. Die könnte man natürlich dann auch wieder verwenden für eine bessere oder größere SSD oder sonst irgendwas. Musst du letztendlich wissen, ich habe dir jetzt auf jeden Fall mal die Sammlung vorgestellt. Das Teil zusammengebaut sieht bestimmt hammergeil aus. Ja, Links dazu natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat dir geholfen, Justin, und ich hoffe, du kannst was draus machen. Ansonsten, wenn du was ändern willst, wenn dir der Look egal ist, dann sag mir einfach Bescheid, dann mache ich nochmal eine zweite Liste unter die eigene Liste in die Videobeschreibung und dann kannst du danach gehen. Aber musst du mir halt Bescheid sagen dann. So, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.